Und die Barrikade, ja. Nettes Ding an sich. Ihr seht es da unten, ich kann jetzt nicht mit der Maus drauf zeigen, aber ihr seht es da, wenn ich jetzt mit dem Finger drauf zeige, seht ihr es natürlich nicht, aber da unten seht ihr, die Orks laufen im Schlängelpfad. Wenn man den Weg zubaut, würden sie die Barrikaden durchschlagen, auch wenn sie ein bisschen was aushalten, irgendwann gehen sie kaputt. Aber wenn man sie so anbaut wie hier, dann laufen sie diesen Schlängelpfad entlang und das Noch ein kann Angriff auf die Zeit bringen. Schwachstellen unserer Verteidigung. Man könnte fast meinen, die Orks würden dazulernen. Orks, die lernen, um Gottes Willen. Bist du verrückt? Hier kann ich mich dran erinnern. Die Mission bin ich das erste Mal aufs Maul gefallen. Ich habe immer schön fünf Totenschädel bekommen. Hab mir gedacht, boah, ist das ein leichtes Spiel. Hier habe ich das erste Mal aufs Maul bekommen, weil hier gibt es zwei Zugangswege. Hier gibt es zum einen mal, können Sie den direkten Weg hier nehmen. Ich laufe dir einfach mal ab. Wir sind ja schnell. Ach, wir können ja sogar sprinten. Ich Depp, ich vergesse das. Stimmt, ich habe ja gesagt, ich spiele es mit Pfeil. Mit Pfeiltasten. Und da ist es halt so, ich muss da bis zur Leertaste rüberkommen, um zu springen. Deswegen springe ich nicht so oft. Und hier kann man die Steuerung auch nicht umbelegen. Die Steuerung ist einfach, aber die Standardbelegung ist nicht für Linkshänder gedacht. Leider. Also wie gesagt, es gibt den einen Weg da, den direkten. Und einen Zweitweg, den ich leider schmerzvoll herausfinden musste beim ersten Mal. Ich habe zwar nicht versagt, aber viele Schädel verloren. Und da laufen die einfach geradeaus weiter. Jetzt fragt ihr euch, warum sollten sie geradeaus weiterlaufen? Sag ich drauf, weil es Arschlöcher sind. So ist es. Boah, jetzt hätte ich beinahe auf G gedrückt. Ich habe auf G gedrückt, aber es zählt noch nicht. Puh. Also gut, dann nehmen wir da das mit, das mit. Ich weiß nicht, wie das bei der Mission war. Ich habe bei Schwer ein paar kleine Tricks angewandt, immer wieder bei ein paar Missionen, die gemein waren. Ist jetzt die Frage. Wie läuft das? Wie war das nochmal? Ach ja, das sind übrigens so Portale, mit denen man auf gewisse Plattformen kommt. Plupp. Sind wir wieder hier. Also können wir schnell hin und her reisen, wenn man es nicht verplant, so wie ich öfters. Man sieht es auch oben auf der Karte, diese grünen Dinge. Und ja, die Sache ist halt die, wie war das nochmal? Wenn ich jetzt hier zubaue, müssten sie ja theoretisch die Gegner direkt hier entlang laufen. Alle. Also dementsprechend, dass man sagt, dass was man hier zubaut, die Gegner sehen, ach, der Weg hier ist versperrt, wir laufen hier entlang. Aber ich glaube, das hat nicht ganz funktioniert. Ich erinnere mich daran, dass das in die Hose gegangen ist und die Barrikaden trotzdem zerklopft haben. Deswegen lasse ich das mal. Dann schauen wir mal, wo wir hier am besten Fallen aufstellen können. Ja, da könnten wir jetzt was hinmachen, oder? Sind wir mal so vorsorgend. Ich glaube, am Anfang kommt sowieso noch keine hier. Aber wir tun einfach mal so, als hätten wir das Spiel noch nicht gespielt. Zwei Absicherungsbogenschützen für den Fall der Fälle. Gleich hier. Finde ich am effektivsten. Da vorne werden sie so unnötig umgebolzt, bis ich da rechtzeitig hinkomme. Und mit Fallen konzentrieren wir uns auf den Hauptweg. Ehrlich gesagt, können wir uns mit Fallen schon drauf konzentrieren, hier vorne so viel wie möglich zu plätten. Ja, einmal schon gleich Empfangskomitee in die Fresse, in die Orksche. Und dann hier. Ich mag die Stachelfallen. Habe ich das schon erwähnt? Diese Stachelwände. Die sind toll. Die habe ich am liebsten verwendet im Spiel. Meist. Also später gibt es noch viele andere tolle Sachen, aber die sind toll. Dann mal auf. Wir haben ja nicht den ganzen Tag Zeit. Sie brechen durch! In your face. Ich glaube, die kommen jetzt erstmal alle hier vorne entlang. Aber wie gesagt, wir tun mal so, als wüssten wir es nicht und sind jetzt überrascht. Oh mein Gott! Die kommen ja alle vorne entlang. Ich hätte ja gar nicht die Bogenschützen abstellen müssen hier. Das hat gesessen. Piu. Ja, das war wieder der Pfeffer-Effekt. Wie gesagt, erstmal versetzt finde ich effektiver, sobald dann der Platz leer ist. Schön nebeneinander bauen. Da kommen die ersten Sausäcke durch. Die hier außen rum sind. Beim ersten Mal habe ich mir gedacht, Moment mal, wo laufen die denn hin? Oh, oh. Ich glaube, es kommt auch mal vorne lang, oder?
Nee, die kommen alle da lang. Alles klar. Das ist so gesehen das Warnsignal. Da hinten kommen auch Leute lang. Ab da habe ich es auch begriffen. Die sind schon nah dran. Und ja, man verliert halt Punkte, wenn sie das Ding erreichen. Die hauen das nicht an oder sowas, die verschwinden einfach. Das ist halt ein Portal. Das hier ist für dich, alter Mann. Das hier ist für dich, alter Mann. Ja. Wie wir wissen, sein Lehrmeister ist damit gemeint. Wir rächen ihn schließlich auf eine gewisse Weise, auch wenn wir ihn nicht leiden können, wie es der Lehrling oder so deutlich macht. Na, jetzt lasst euch doch, haltet doch mal bitte den Kopf drin, seid doch mal ein bisschen entgegenkommend, wenn es nur mit dem Kopf ist. Also, ich bin doch weiter auch langsam alt. Ihr müsst doch schon ein bisschen entgegenkommen zeigen. Wie soll ich das denn machen? Mir fällt gerade noch was auf, wenn ich da... Ah, ne, die gehen alle vorne lang. Da bleiben. Ruhig. Das Schöne ist, dass die Bogenschützen auch hier lang feuern, wenn die Gegner kommen. Haha, wenn man sie gut platziert und nichts im Weg steht, feuern die auch da lang. Deswegen ist das gut genug. Ich weiß nicht, haben die sich auch... Ich glaube, die können sich nicht gegenseitig anschießen, aber blockieren oder so in der Art. Och, das reicht. Okay, Moment, aber wir setzen einen Bogenschützen hierher. Denn wir haben gesehen, da kommen auch kleine Kobolde entlang. Und falls einer durchkommt, kriegt er ein paar Pfeile ins Gesicht. Ist von jedem Modedesigner empfohlen. Ich schwöre. So, sagen wir mal direkt Hallo. Hallo. Unverwundbar, bis sie durch das Ding durch sind. Natürlich! Piu, 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 piu. Oh my god, we have a Waffelcopter. Take cover! Okay, muss reichen und zurück zur ersten Linie. Okay, sieht gut aus. Sieht, glaube ich, gut aus. Yep. Ihr seht, langsam gewinnt das Spiel Anspruch. Anspruch, euer Ehren. Anspruch hat das Spiel. Und ich hoffe, ihr versteht die Stimmen. Weil später wird auch ein bisschen mehr geredet hier im Spiel. Und das hat mich damals schon ein bisschen gestört im Spiel, weil... dass man die Stimmen oft so schlecht versteht. Man kann die Stimmen nicht separat lauter machen im Spiel. Aber später gibt es ja noch echt ein paar lustige Dialoge. Haha, daneben. Noob. Ach, verdammt, Arsch. Keks. Gesäß, Muffin. Uriniere dich hinfort. Du Gesäßgebäck. Ah. Oh, oh. Ah. Okay. Warum jetzt die kommen alle da lang. Wie schön. Seid Arschlöcher, allesamt. Egozentrige. Ja. Ich liebe es, wenn das der Ork sagt. Warum feuert die Armus 1000 Mal pro Sekunde? Tja. Deutsche Ingenieurskunst, würde ich nur sagen. Wenn wir Panzer verkaufen, fängt die Stimmung an. Wenn wir Panzer verkaufen, will jeder gleich ran. Da-da-da. Piu, 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 piu. Da hört man schon die Schüsse, die alle ins Leere gehen, weil das Kack-Kobolde sind. Scheiße! Wage es nicht, hier durchzukommen. Puh. Ich glaube, für den Fall brauchen wir Magifix für Stachelfalle. Was nicht ganz reicht vom Geld. Lass uns das nochmal machen. Natürlich. Mann, ich hoffe, es wird niemand verletzt. Ach nein, tue ich nichts. Ja, stellen wir uns mal wieder hier hin. Machen
machen schön den Sniper Joe. Okay, okay. Kopfschuss, Kopfschuss, Kopfschuss. Kopfschüsse heute frei. Morgen in der Suppe. Bleh. Solange man noch an solche Probleme denkt, während man von Pfeilen durchbohrt wird, ist das natürlich putzig. Ich könnte natürlich auch Portale benutzen, fällt mir ein, aber ich verpeile das jedes Mal. Ich habe es schon vorgewarnt. Ja, Portale finde ich Hat er schon gesagt. Oh, super. Überraschung ins Gesicht. Bitte lächeln, bitte recht freundlich. Na. Och, kommt. Bitte recht freundlich. Erzählt den Orks Grinsen wenigstens jedes Mal. Ich kann den blöde Fackel. Ich sehe den Tanz nicht. Ist doch das Schönste am Ende. Wie jetzt? Wie jetzt? Was? Wieso vier? Hallo? Wieso habe ich 5 verloren? Was? Benötigte Zeit? Wegen benötigter Zeit? Was heißt da benötigte Zeit? Ihr Arschlöcher! Oh, ich pack's nicht.